wir sind immer noch auf der Vatertagsparty in Witten und neben mir und hier überall steht die Medi Dance Group. Und wer bist du? Ich bin der Chef des Ganzen und Choreograf. Und ja, ich habe den Sauhaufen praktisch unter mir hier. Ne? Wieso Sauhaufen? Die sehen doch alle so lieb aus. Ja, das täuscht manchmal mit dem Lied. Nein, sie sind wirklich also tolle Tänzer und bringen immer eine tolle Performance auf die Bühne. Und den ganzen Tag hier schon von heute Morgen an ist schon eine Top-Leistung, was die da bringen. Also muss ich wirklich sagen. Also. Sehe ich auch so, aber du bist zwar der Chef, aber jetzt geh mal an der Seite und ihr stellt euch jetzt mal vor. Du bist die? Ich bin die Drosia. Ich bin der Hendrik. Tina. Maggie. Helena, ist so. Vera. Jan. So, Chef, darf's wiederkommen. Trainierst du denn noch mit denen? Ja, dreimal die Woche machen wir uns offiziell Training und 2 Stunden lang und jedes Wochenende unterwegs im Popschlagerbereich, Background, Ballermann-Szene. Wir tanzen auch so eigene Shows von Dirty Dancing über Grease. Also einiges, was wir so machen, verschiedene Richtungen an Tanzen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja volles Programm, ne? Ja, absolut, ja. Also so, was man von uns fordert, das machen wir. Okay, also können wir demnächst noch mehr von euch erwarten, außer nur im Hintergrund zu tanzen? Ja, genau, also wenn man will, wenn man mal bei uns auf der Facebook-Seite sieht, bei Facebook Medi Dance Group, erste Kölsche Kosaken nennt sich die, dann kann man mal ein bisschen stöbern und sehen, was wir für eigene Shows noch machen und das also wir noch viel mehr machen wie Background-Tänzer, ja. Ja, und es wurde mir gesagt, Karneval wird bei euch auch ganz groß geschrieben. Ja, Karneval, da sind wir also praktisch so die ersten kölschen Kosaken und natürlich sind wir als Kölner natürlich auch sehr aktiv im Kölner Karneval. Auch einer unserer Steckenpferde so und ja, immer mit Spaß und Freude dabei. Ne? Bei uns ist eigentlich so, ist egal, was wir so machen, Hauptsache es hat mit Tanzen zu tun. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich drücke euch ganz, ganz doll die Däumchen für die nächsten Auftritte. Wünsche euch alles Liebe, alles Gute und Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben zu danken.